Nokia 5.3 oder Nokia 6.1? Welches Smartphone ist besser? Wenn ihr zwischen den beiden Geräten schwankt, hilft euch dieses Video. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Gewinner. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Nokia 6.1 knapp mit 51 zu 48 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 8 Gramm leichter, 0,3 mm dünner, 15,5 mm kürzer, 0,8 mm schmaler und 13,5% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Nokia 6.1 knapp mit 56 zu 53 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 1,5-fach höhere Pixeldichte und 1,8-fach höhere Auflösung. Das Nokia 5.3 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 19,1% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Nokia 5.3 eindeutig mit 86 zu 75 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 3 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 533 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 0,9 neuere Version von DirectX, 256 GB mehr externer Speicher unterstützt, 7,5 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite, 0,2 neuere Version von OpenGLIS und 0,8 neuere Version von OpenCL. Das Nokia 6.1 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 5,3% schnellerer Prozessortakt. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Nokia 6.1 mit 52 zu 39 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, unterstützt Serienbilder, hat ein Markenobjektiv und eine Blitz-LED mehr. Das Nokia 5.3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 38% mehr Megapixel der Hauptkamera und es hat eine Doppelobjektivkamera. Audio. Beim Punkt Audio sind beide Geräte ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Spezifikationen. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Nokia 6.1 deutlich mit 57 zu 49 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: unterstützt schnelles Laden. Das Nokia 5.3 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 33% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Nokia 6.1 knapp mit 81 zu 78 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, hat ein Gyroskop und hat einen Kompass. Das Nokia 5.3 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Beide Handys kommen auf 53 Punkte in der Gesamtwertung. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.